Liebe Eltern, liebe Familienangehörige, hiermit möchten wir Ihnen einige Informationen und Hinweise geben, wie Sie Ihren jugendlichen Kindern im oft herausfordernden Familienalltag einen gesunden und verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol mit auf den Weg geben können. Kinder und Jugendliche lernen früh, dass Alkohol ganz selbstverständlich zu unserem Alltag dazugehört. Alkohol ist leicht erhältlich und die Werbung für alkoholische Getränke ist in den Medien sehr präsent. Sie vermittelt uns den Eindruck, dass Alkoholkonsum mit ausschließlich positiven Erfahrungen verbunden ist. In Zeiten von Corona greift die eine oder andere Person vielleicht auch häufiger zu Bier oder Wein, um sich zu entspannen, um Spaß zu haben oder auch einfach aus Mangel an Alternativen. Doch Alkohol birgt auch Gefahren, besonders für Kinder und Jugendliche. Wie können Sie Ihre Kinder also dabei unterstützen, verantwortungsvoll mit Alkohol umzugehen? Wann fängt riskanter Alkoholkonsum überhaupt an? Und was motiviert Jugendliche eigentlich dazu, Alkohol zu trinken? Welchen Einfluss haben Sie als Eltern und Familienangehörige darauf, wie Ihr Kind auf Alkohol reagiert? Welche Regeln können Sie aufstellen? Und welche Hilfs- und Unterstützungsangebote gibt es, wenn Sie sich Sorgen machen? Diese Fragen wollen wir Ihnen beantworten. Alkohol ist ein Zellgift, das fast alle Körperzellen und Organe schädigen kann. Er beeinträchtigt die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, wirkt enthemmend, manchmal aggressionsfördernd und verlangsamt unser Reaktionsvermögen. Man kann sein Verhalten nicht immer richtig steuern, weshalb es vermehrt zu Unfällen kommen kann oder man Dinge tut, die man hinterher bereut. Um Gefahren zu minimieren und den Konsum risikoarm zu gestalten, sollte man gewisse Trinkmengen nicht überschreiten. Als risikoarm gilt für erwachsene Frauen der Konsum von einem kleinen Bier oder einem 0,1 Liter Glas Wein oder Sekt pro Tag. Für Männer gelten die doppelten Mengen. Dabei sollte an mindestens 2 Tagen pro Woche auf Alkohol verzichtet werden. Alkohol wird dann zum Problem, wenn man zu oft trinkt, wenn man zu viel auf einmal trinkt, wenn man in unpassenden Situationen trinkt und wenn Alkohol als Problemlöser fungiert. Das gilt für Erwachsene ebenso wie für Jugendliche. Im Schnitt trinken Jugendliche in Deutschland mit 15 Jahren das erste Mal Alkohol. Mit 16 haben einige das erste Mal so viel auf einmal getrunken, dass sie einen Rausch erlebt haben. Dabei trinkt jede und jeder 7. Jugendliche in kurzer Zeit mehrere und damit zu viele Gläser Alkohol. Alkohol im Allgemeinen und besonders dieses sogenannte Rauschtrinken ist für Jugendliche sehr gefährlich, da sich der jugendliche Körper noch in der Entwicklung befindet. Die Leber kann den Alkohol noch nicht gut abbauen und die Gehirnentwicklung kann beeinträchtigt werden. Es besteht auch ein erhöhtes Risiko für Alkoholvergiftung. Grundsätzlich gilt, je früher jemand mit dem Konsum von Alkohol beginnt, desto größer ist das Risiko, ein Alkoholproblem zu entwickeln. Jugendliche müssen also mit Alkohol besonders vorsichtig sein. Da Alkohol ein Getränk für Erwachsene ist, wird er gerade für Jugendliche interessant. In der Pubertät befinden sich Jugendliche auf dem Weg ins Erwachsenenalter. Durch den Alkoholkonsum wollen sie zeigen, ich bin kein Kind mehr. Experimentieren und sich ausprobieren, der Wunsch, neue Erfahrungen zu machen, sich von den Eltern abzugrenzen und auch mal Risiken einzugehen oder Grenzen und Normen zu überschreiten, sind ganz normale Bedürfnisse von Jugendlichen in der Pubertät. Alkoholtrinken unter Jugendlichen ist daher nicht grundsätzlich problematisch. Bei vielen gilt er auch als cool und sie wollen Anerkennung und Zugehörigkeit in ihrem Freundeskreis erfahren. Manchmal kommen Jugendliche dadurch aber auch unter Druck und haben Schwierigkeiten, auch mal Nein zu sagen. Das wirksamste Mittel gegen einen zu hohen Alkoholkonsum Jugendlicher ist ein offenes Gespräch zwischen Eltern und ihren jugendlichen Kindern. So können Eltern auch besser einschätzen, aus welchen Gründen ihr Kind trinkt und ob Anlass zur Sorge besteht. Da die Pubertät eine Zeit großer körperlicher und seelischer Veränderungen ist, erleben Jugendliche häufig Verunsicherungen und schwanken in ihren Gefühlen und Meinungen. Für Eltern ist es dann oft nicht leicht, in dieser Phase mit ihren Kindern umzugehen.
Gerade jetzt ist es jedoch wichtig, dass Sie als Eltern oder Familienangehörige an der Seite Ihrer Kinder stehen. Denn stabile Bindungen, ein wertschätzender und unterstützender, aber auch konsequenter Erziehungsstil sowie gute elterliche Vorbilder sind wichtige Schutzfaktoren, die der Entwicklung eines problematischen Konsumverhaltens entgegenwirken können. Auch wenn Jugendliche das oft nicht zugeben würden. Die Eltern spielen besonders in der Pubertät eine wichtige Rolle. Hier suchen Jugendliche Halt, Orientierung, Schutz und Liebe in diesen stürmischen Zeiten. Um den Umgang mit Alkohol zu lernen, müssen Jugendliche auch Erfahrungen damit machen können. An dieser Stelle sind sie als Eltern und Familienangehörige gefragt. Um Ihr Kind bei einem verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu unterstützen, haben wir Ihnen 5 hilfreiche Tipps zusammengestellt. Erstens: Seien Sie Vorbild für Ihr Kind. Kinder orientieren sich an dem, was in der Familie üblich ist. Durch ihr eigenes Verhalten sollten sie zeigen, dass Alkohol ein Genussmittel ist, das man maßvoll konsumiert. Vermeiden Sie es daher, sich vor Ihren Kindern zu betrinken und beachten Sie die vorhin genannten risikoarmen Trinkmengen. Keinesfalls sollten Sie Alkohol als Problemlöser einsetzen. Finden Sie auch für sich gesundheitsförderliche Strategien, mit Stress umzugehen, zu entspannen und Spaß auch bei alkoholfreien gemeinsamen Aktivitäten zu erleben. Sagen Sie auch einmal Nein, wenn Ihnen Alkohol angeboten wird. So lernt Ihr Kind, dass man auch gut ohne Alkohol im Leben zurechtkommt. Zweitens: Zeigen Sie Interesse und bleiben im Gespräch. Eltern unterschätzen meist, wie sehr es Jugendliche mögen, mit den Eltern Zeit zu verbringen und von ihnen Aufmerksamkeit zu erhalten. Denn häufig signalisieren Jugendliche genau das Gegenteil. Doch brauchen Jugendliche das Gefühl, dass Eltern sich dafür interessieren, was sie beschäftigt und dass ihre Eltern weiterhin für sie da sind. Zeigen Sie also Interesse dafür, was Ihr Kind in Schule und Freizeit erlebt, und erfragen Sie auch, was am Alkoholkonsum so spannend ist und wie der erste Rausch womöglich verlaufen ist. Planen Sie gemeinsame Freizeitaktivitäten und nehmen Sie sich Zeit für eine gemeinsame Mahlzeit am Tag. So stärken Sie die vertrauensvolle Begegnung zu Ihrem Kind. Respektieren Sie aber auch, wenn Ihr Kind nicht über alle Unsicherheiten und Gefühle mit Ihnen sprechen möchte. Drittens: Geben Sie Ihrem Kind eine Orientierung. Sie unterstützen Ihr Kind am besten, wenn Sie ihm beides geben: Liebe und Begrenzung. Um einen selbstverantwortlichen Umgang mit Alkohol zu finden, brauchen Jugendliche eine Orientierung. Setzen Sie daher klare und altersangemessene Grenzen, auf deren Einhaltung sie konsequent bestehen. Eine wichtige Basis dafür bieten geltende Gesetze. Das Jugendschutzgesetz verbietet Kindern unter 14 Jahren jeglichen Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit. Im Alter zwischen 14 und 16 Jahren ist der Konsum von Bier, Wein und Schaumwein nur im Beisein der Eltern erlaubt. Das Trinken von hochprozentigem Alkohol ist sowohl als Schnaps als auch in Mischgetränken für unter 18-Jährige verboten. Partys ihrer unter 16-jährigen Kinder sollten daher alkoholfrei gefeiert werden, auch wenn schon ältere Freunde und Sie als Eltern mit dabei sind. Machen Sie zudem klar, dass Alkohol im Straßenverkehr ein absolutes Tabu ist. Viertens: Treffen Sie gemeinsame Absprachen. Eine Orientierung und eine Hilfe zu einem guten, eigenverantwortlichen Verhalten geben auch gemeinsam getroffene Absprachen. Vereinbaren Sie mit Ihrem jugendlichen Kind, zu welchem Anlass, in welchen Mengen und in welcher Häufigkeit es Alkohol trinken darf, und halten Sie es gegebenenfalls schriftlich fest. Treffen Sie auch klare Vereinbarungen, wann, wie und mit wem Ihr Kind von einer Feier nach Hause kommt, sodass der Nachhauseweg gesichert ist. Stellen Sie sicher, dass Sie für Ihr Kind grundsätzlich telefonisch zu erreichen sind, wenn es Sie braucht. Fünftens: Riskieren Sie Konflikte und zeigen Sie Haltung. In der Pubertät kommt es häufig zu Streitereien zwischen Eltern und Kindern. Diese Gespräche sind wichtig und gehören dazu. Thematisieren Sie, wenn sich Ihr Kind nicht an die vereinbarten Regeln gehalten hat und zum Beispiel betrunken nach Hause gekommen ist. Lassen Sie Ihr Kind in diesem Fall ausnüchtern und suchen am nächsten Tag das Gespräch. Vermeiden Sie hier übermäßige Kritik und Vorwürfe.
machen Sie stattdessen deutlich, dass Sie sich um Ihr Kind sorgen und klären Sie über Risiken des Alkoholkonsums auf. Zeigen Sie auf, welche Haltung Sie vertreten, auch wenn Sie sich in diesem Moment bei Ihrem Kind unbeliebt machen. Die emotionale Botschaft ist entscheidend. Es ist wichtig für mich, was du tust, weil ich das Beste für dich will. Bringen Sie auch hier Anerkennung und Lob für positive Verhaltensweisen Ihres Kindes zum Ausdruck und fragen Sie einmal nach, was es braucht, um zukünftig verantwortungsvoller mit Alkohol umzugehen. Wenn Sie zunehmend Konflikte zwischen Ihnen und Ihrem Kind feststellen, die mit dem Alkoholkonsum Ihres Kindes zu tun haben und Sie sich Sorgen machen, dann vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl und suchen Sie sich gegebenenfalls Unterstützung. Ein begründeter Anlass zur Sorge besteht, zum Beispiel wenn Ihr Kind frühzeitig, häufig und/oder exzessiv konsumiert, es in unangemessenen Situationen wie beispielsweise vor oder in der Schule oder sogar allein zu Hause trinkt. Wenn Ihr Kind unzuverlässig wird, das Trinkverhalten häufig mit Ausreden und Lügen rechtfertigt, sich Ihr Kind zurückzieht oder in der Schule an Leistung verliert oder gar nicht mehr hingeht, oder Ihr Kind stark überreagiert, wenn Sie ihm Alkohol verbieten. Wenn Sie diese Zeichen feststellen, dann kann es darauf hindeuten, dass Ihr Kind Probleme hat, die es ohne Alkohol nicht mehr auflösen kann. Gerade dann sollten Sie den Kontakt mit Ihrem Kind nicht abreißen lassen. Sprechen Sie Ihre Beobachtungen konkret und in einer wertschätzenden Weise an. Zeigen Sie Interesse am Erleben Ihres Kindes und äußern Sie klar, welche Verhaltensänderungen Sie sich von Ihrem Kind wünschen. Bieten Sie Ihrem Kind Hilfe an und vereinbaren Sie neue Regeln und Konsequenzen und halten Sie diese auch ein. Wenn Sie allein nicht mehr weiterkommen, holen Sie sich fachlichen Rat und Unterstützung. Wir als Fachstelle für Suchtprävention sind auch in diesen Zeiten für Sie da. Sie können uns telefonisch, per Mail und nun auch online in unserem neuen Beratungschat erreichen. In unserem Projekt Raus aus der Grauzone bieten wir speziell für Eltern Beratung an, die sich um das Konsumverhalten ihrer Kinder Sorgen machen. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage. Auch hier finden Sie Hilfe, wenn Ihr Kind Probleme im Umgang mit Alkohol zeigt. Für weitere Informationen sind auch diese speziellen Ratgeber für Eltern eine hilfreiche Lektüre. Die Fachstelle für Suchtprävention Berlin dankt Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünscht Ihnen und Ihren Kindern alles Gute.